Wir befinden uns nach wie vor in der Zeitlinie, in der Held der Zeit gefallen ist, in der es ihm nicht gelungen ist, Ganondorf und Ganon zu besiegen. Und was soll man sagen, diese Zeitlinie ist eine schreckliche Zeitlinie, denn die Goronen sind zu absoluten Missgeburten verkommen. Sie finden es geil, tolle Spiele zu spielen, die so scheiße sind, dass ich kotzen möchte. Also los geht's. Das ist die Schießbude der Goronen. Unser Spiel war ein Renner in Lünnerdorf. Momentan gibt es Lavasaft als Hauptpreis für besonders gute Spieler. Versuchst du es, 20 Rubine, okay. Möchtest du die Regeln hören? Ja. Schlage den Ball mit dem Schwert gegen die Ziele. Feen 100 Punkte. Blau, rot 30 Punkte. Rot minus 10. Kobolde und daneben minus 50. Du hast 10 Bälle und dein Preis hängt von deiner Punktzahl ab. Alles klar. Oh Gott, ich bin so tot. Lass uns beginnen. Viel Glück. Wow. Leider daneben, das bedeutet minus 50. What? Aha. Zweimal blau macht 60. Wow. Was? Nein, die Fee! Scheiße, ey. Einmal blau, einmal Kobold. Ach, das ist Kobold. 30 minus 50 sind minus 20. Yeah! Keine Ahnung, ich bin so tot. Einmal rot, einmal blau. 30 minus 10 sind 20. Ah. Einmal blau, 30. 50. Was? Ich hab voll getroffen, du Penner! Einmal rot, einmal blau, 30 minus 10, 20. Ist mir egal. Nein, ich hab die Fee getroffen. Schade, unter 100 Punkten gibt's leider kein... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Keine Chance. Einmal rot, einmal blau, 20. Na, nix. Minus 50. Toll. Das ist ein Kobold, oder? 130. Holy. Okay, das ist in Ordnung. 30. Nein! Schade. Jawohl, den Kobold. Saugut. Jawohl, rot minus 10. Jetzt bin ich auf 100. Pff. Das war eine Fee? What? Blau, 30. Super, minus 20. Labersaft gehört dir, okay. Gespeichert? Wie üblich. Was gibst du mir? Achso, der sagt's mir nicht. Okay, dann ist mir egal, dann spiele ich das erstmal nicht. Ja, tschüss. Oh, volles Leben. Das ist immer gut. Ups. Ups. Tja, Gründe, warum er pleite ging. Was ist hier oben eigentlich? Ach, hier kommen wir wieder in die Vergangenheit, ne? Hier war ich ja schon. Wo gehe ich am besten wieder in die Vergangenheit? Ich gehe einfach hier wieder in die Vergangenheit. In die Zukunft meine ich. Entschuldigung. Zukunft, ich meine Zukunft. Lalala, ich hab Zukunft gesagt und ihr nicht. Toll. Toll. Super. Da geht's auf jeden Fall. Und tschüss.
Wo ist er? Ist er hier? Nee, ne? Nee. Nee, okay. Ich bin so froh, wenn dieses Kapitel rum ist. Du kannst mir gar nichts. So. Ah, der ist in der Vergangenheit, ne? Scheiße, Mann. Oh. So. Gut. Also nochmal ab in die Vergangenheit. So langsam nervt dieses Kapitel. Langsam nervt dieses Kapitel dezent. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Bitte sag mir, ich muss jetzt nicht so einen allzu weiten Weg laufen. Ich habe keinen Bock. Das erhöht meine Hoffnung irgendwie nicht. Wie komme ich zu den Goronen? Hier. Ja, endlich. Sag's nicht weiter, aber ich bin blablabla. Hey, dieser Schlüssel sieht dem nächsten Schlüssel des graziösen Goronen ähnlich. Du willst den Schlüssel des graziösen Goronen auch noch haben? Bist du eigentlich ein wenig abgierig? Wenn du mir den Lavasaft gibst, stelle ich dich dem graziösen Goronen vor. Na, bekomme ich den Lavasaft? Ja. Okay. Ein Vorstellungsbrief. Zeig's das dem, wird er Bescheid wissen. Alter. Was haben die für Drogen genommen? Die haben doch alle Drogen genommen. Haha. Ihr habt mich nicht verarscht. So, Schwert wieder hier hin. Alter Vater, ey. Haben wir es jetzt bald, ne? Oh, das ist ja die Vorstellung eines Bruders. Was steht hier? Gib mir deinen nächsten Schlüssel. Woher weiß er nur, dass ich einen besitze? Na gut. Schließlich kann ich einem Bruder ja keine Bitte abschlagen. Aber ich werde ihn dir nicht einfach geben. Der Stamm der Goronen war noch nie ein Haufen solcher Arschlöcher! Boah! Ey! Das kann man gar nicht anders sagen. Einfach nur. Das ist ja eine Katastrophe. Ich bin so froh, wenn dieser scheiß Dungeon fertig ist und ich diese Mistwichser nie wieder sehen muss. Warum? Ich hab dich schon dreimal im Tanz besiegt, du Nulpe. Ja, ich bin hier der Meister. Du gibst mir jetzt den Schlüssel, weil ich dein Meister bin, du Trottel. Wenn du mit mir Schritt hilfst, soll der dir gehören. Ja, 20 Rubine. Du bist doch ein Arschloch, ey. Ja, okay. Ich speichere das jetzt. Und werde definitiv nicht mehr als nötig. Soll ich denn? Nein, halt die Klappe. Wir achten nicht auf deinen Stil, sondern den Rhythmus hältst. Bin ich nicht ein toller Tänzer? Na. Eins, zwei, drei. So. Jetzt ist es wahrscheinlich extra schwer, wetten. Oh Gott, ey. Oh Gott, was mache ich?
Was mache ich? Zur nächsten. Zu schnell, ja. Nein. Nein, jetzt ver... Ich hab diese Scheiße so oft gemacht. Gib mir den fucking Schlüssel, du Trottel. Nochmal. Nochmal. Du kannst mich am Arsch lecken, Freundchen. Dum, 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 dum. Ist mir jetzt egal. Ich hab das jetzt. Ihr habt gesehen, dass ich es gewonnen habe. Ihr habt es dreimal gesehen. Ihr habt es noch einmal mehr gesehen. Ich mache es jetzt mit Safe Stats. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Es ist ja einmal lustig. Es ist zweimal auch noch in Ordnung. Aber jetzt, nee. Du kannst mich am Arsch lecken. Das war definitiv das war perfekt, du Wichser. Das war perfekt! Das war genau gleich. Das war genau gleich. Und jetzt zählt's. Ja, ja. Beim zweiten Mal. Du kannst mich mal. Zu früh, ja, ja, deine Mutter ist zu früh gekommen, ey, Junge. Okay. Ich war jetzt noch früher als gerade, Junge! Ja, genau, ja. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Ich bin immer beim zweiten Mal noch früher. Mir egal. Mir egal. Ich mach das jetzt mit Safe Stats. Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel. Okay, wir haben den Schlüssel. Aber dieser Wichser soll mir mal am Arsch lecken, ey. Baby Steps nennt man das beim Programmieren. Baby Steps. Das ist mir so egal. Ich weiß, das ist lächerlich, aber ja, danke. Werde ich mein Versprechen einlösen. Du erhältst den Nixenschlüssel. Und die Begründung dafür, das ist ein neuer Nixenschlüssel. Und das andere war ein alter. Super. Sie achten immer voll auf Konsistenz. Bisher haben sie komplett auf Konsistenz geachtet in dem Spiel. Und jetzt habe ich den alten Nixenschlüssel bekommen. Und bekomme jetzt noch den neuen, der der gleiche ist. Und dadurch, dass aber ich ihn jetzt hier bekomme, müsste mein alter eigentlich verschwinden. Also vor allem, wenn ich jetzt den alten nutze, um aufzuschließen, also den neuen nutze, um aufzuschließen, in der alten Zeit, ist ja in der neuen Zeit auch noch aufgeschlossen. Was ist das für ein Quatsch, ey? Komm wieder her, wenn du noch eine Tankstelle. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Ich brauche hier überhaupt nichts. Ich bin besser als du. Verpiss dich, ey. Ich bin der Künstler und du bist der Trottel, ey. Meine Fresse, wie kann man nur so arrogant sein, ey? Unfassbar. Unfassbar, ey. Erzählt er mir hier, ich wäre der Schüler und er der Meister. Also, der hat ja gar keine Ahnung, ey. So lächerlich. Jetzt muss man ernsthaft hier den... Okay, falls euch diese Folge hier gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen.
Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Ich spiele dieses Spiel jetzt erstmal ein paar Tage nicht mehr weiter, weil mir das zu blöd ist. Alter Mann! Ey, diese Kack-Goron, die Kacke sind. Gut, Speicherpunkt erstellt. Ich mach nochmal einen, sicher ist sicher. Und falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso ein Abo, wenn ihr mich weiterverfolgen wollt. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.